Moin, da bin ich wieder. So, pass auf, gleich kommt wieder der Gast, die Gästin. Ich weiß ja nicht, wer kommt. Und ich brauche Urlaub. Ich muss in Urlaub. Ich habe mir überlegt, ich will ganz weit weg. Ich will irgendwas, wo ich 3 Tage fliegen muss, dahin. So, und dann eine ganz andere Kultur. So, Philippinen zum Beispiel. Ich würde gerne in die Philippinen und da mit den Leuten, mit den Filipinos zusammen das Leben führen, was man da führt, damit ich mich komplett ablenke. Also ich würde dann immer um 6 Uhr morgens aufstehen, Aktenkoffer nehmen und dann so machen, als wenn ich zur Arbeit gehe und dann gehe ich auf die Straße. Ich würde in Manila arbeiten und dann würde ich einfach einen anderen Mann hinterherlaufen, der auch einen Aktenkoffer in der Hand hat. Und dann würde ich mit denen ins Büro gehen, oder wo der arbeitet, und dann würde ich mich mit denen an den Tisch setzen und dann arbeiten da. Also ich würde dann so machen, als wenn ich arbeite. Ich bin perfekt da drin. Ich kann 10 Stunden das so machen, dass das aussieht, als wenn ich total hart arbeite, aber ich mache gar nichts. Und dann gehe ich nach Hause und sag meine Frau, ach so, ich habe ja keine Frau. Nee, ich lasse mir von den Typen, mit denen ich gearbeitet habe, die Nummer geben und den rufe ich abends an und sage, wie mein Arbeitstag war. Weißt du, sowas. Also ich will einfach jetzt auf den Punkt gebracht, ich will einfach mal raus. Mir reicht das, ich will Urlaub. Ich will was anderes erleben. Aber nichtsdestotrotz, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Und heute, ich hab's im Urin, dass das ein ganz toller Gast wird heute oder eine Gästin, ich weiß es nicht. So, pass auf, wir drücken schon mal aufs Intro und dann setze ich mir die Schlafmaske auf. Und heute habe ich wirklich das Gefühl, wenn ich die Schlafmaske aufsetze, dass ich auch einschlafe. Weil es kann sein, dass der Gast, die Gästin, die jetzt kommt, alleine spricht, weil er irgendwie Angst hat, mich zu wecken. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. So, wie immer sitze ich hier live an meiner Hammond-Orgel und spiele noch ein paar Takte. So, ich nehme die Maske ab. Mach doch. Nein! Ja! Sido! Mein Lieber. Bist du Gast oder brauchst du Geld? Nee, ich bin Gast. Du bist Gast? Ja, mein Lieber. Darf ich dich umarmen? Na, komm her. Das ist ja geil. Los, ich bin doch gekommen. Ja, Sidochen. Bist du freiwillig gekommen oder Promo-Scheiße? Nee, freiwillig gekommen. Ja? Also keine Promo? Nö. Was trinkst du denn? Spezi? Ja. Ein Paulaner Spezi? Ja. Was ist mit dir los? Ne, Spezi, ist bist jetzt du, egal, was soll ich dir doch eine warme Milch? Aber das ist gut gemischt, die Mischung ist gut. Soll ich dir noch eine warme Milch mit Honig machen? Nein. Warum, was hättest du jetzt, was trinkst du denn? Ausgekochte Socke. Mate trinke ich. Naja, ausgekochte Socke. Ich bin hier voll auf Mate. Alter, ich bin so high von dem Scheiß, dass ich gestern bis 5 Uhr morgens wach war. Was passiert denn jetzt von high? Was passiert? Wie high? Ja, dass ich wach bin. Ich bin wach und ist bin das mir selber, ja? ich bin mir selber ausgeliefert. Denn bis 5 Uhr morgens liege ich alleine im Bett und frage mich wirklich ernsthaft, warum ich nicht schlafen kann. Aber schmeckt wie ausgekochte Socke? Ach, das sah jetzt alle. Das sagen ja, es gibt die Leute, die sagen, es schmeckt wie Socke und die anderen lieben das halt. Und du liebst das halt. Ich liebe das. Okay, Dicky, das ist mein ja mein Bester. Geil. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Eine ganze Weile. Ich weiß nicht wann. Bei dir? Warst du in meiner Sendung? Ich glaube, in der Sendung war das letzte Mal. Was hast du für einen Pulli an heute? So ein Sport, was Sportliches. Ich weiß noch, nämlich als du da warst. Das war sehr plakativ, ne? Pass auf, da hast du einen Gucci-Pulli angehabt. So, und jetzt kam mein Redakteur an, hat gesagt, wir sind öffentlich-rechtlich, der kann ja nicht das Logo da haben. So. Und dann hat er mich gefragt, ob ich dich fragen könnte, ob du einen anderen Pullover anziehen könntest. Und dann habe ich gesagt, meinst du, Sido hat jetzt irgendwie noch einen Wechselpullover bei oder Wechselschlippis? Oder meinst du, der hat einen Turnbeutel bei, wo er dann sagt, na, ich habe noch was ganz anderes bei. Ein T-Shirt hätte ich drunter gehabt vielleicht. Pass auf, und jetzt fragt er, können wir das abkleben mit Gaffer? Okay. Gesagt, die Schelle kannst du dir holen. Geh rein zu ihm, kriegst da einen auf die Fresse, kannst ihm aber vorher noch fragen, ob wir das Gucci-Pulloverchen da abkleben. Du weißt doch, dass es da keinen auf die Fresse gegeben hätte. Nee? Dass man mich ganz normal fragen kann. Bist du da nicht so drauf? Schlägst du gar nicht? Nein. Hä? Nein. Den kennen wir uns ja eigentlich gar nicht. Wann habe ich mal vor dir in deiner Gegenwart irgendwie was mit Stress zu tun gehabt? Nie. Bin immer lieb. Ja? Ja.
Aber dann habe ich ja ein ganz anderes Bild von dir. Nee, du hast ein anderes Bild von mir. Du bist ja gar nicht aus der Zeit, aus der Zeitung. Aus der Zeitung? Ja, aus der Zeitung. Hast du Sprachfehler jetzt auf einmal? Nee, was ist das, ein Berliner Ding? Ihr guckt die Polizei. Ihr guckt die Polizei, dann stehst du morgen Polizei, aber in der Zeitung. Kommt aber die Polizei gleich. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht. Ja, mein Lieber. Ich Diggi, hab dir mitgebracht. Ja, geil. Will ich erstmal hinter mich bringen. Geschenke. Ich hab den Nagellack mitgebracht, Großer. Ich feiere das nämlich sehr, deinen neuen Nagellack. Ich mag übrigens grundsätzlich... drauf. Was hast du denn? Warte mal. Neon, alles Neon. Jetzt mal gucke, jetzt weiß ich anhand des Nagellacks, den du gekauft hast, ob du noch flüssig bist. Naja, es gibt ja einen gewissen Preis. Was ist denn das für eine Marke? Es gibt ja, man darf ja nur bis 5,99 hier was kaufen, wurde mir gesagt. Ja, aber das haben wir jetzt schon irgendwie, das geht langsam jetzt schon über einen Rechtsanwalt. Das natürlich kannst du mir auch was für eine Million, du kannst mir eine Eigentumswohnung schenken. Okay, ich dachte aber, darauf kommt es an, was kriegt man hin für den Preis? Wie cool kann man sein für den Preis? Dachte ich irgendwie, das ist eine Aufgabe. Naja, aber du kannst doch ruhig über die Stränge schlagen. Machst du sonst auch? Hätte ich gemacht? Du bist doch Millionär. Kennst du hättest doch jetzt weißt irgendwie, du doch, hätte ich hättest ich noch mehr jetzt mal mitbinden. Ein Sekretär aus der Biedermeier-Zeit zum Beispiel. Was brauchst du? Brauchst du sowas? Also sowas würde ich mir echt nur schenken lassen. Aber wenn du mir das schenken würdest, würde ich denken... Hättest du einen Platz für sowas? Ja, den würde ich dann schaffen. Okay. Aber ich würde jetzt nicht mehr einen Tag freinehmen und mir einen Biedermeier-Sekretär kaufen. Naja, okay, ist ja durchsichtig. Muss ich ja nicht aufmachen. Ist durchsichtig und ist halt Neon. Wenn du Schwarzlicht zu Hause hast, wird das halt leuchten. Ja, obwohl gelb sieht, das sieht aus wie Nagelpilz. Ja, sieht schlimm aus, ja. Funktioniert halt nur in Schwarzlicht. Du brauchst Schwarzlicht für das Geld. Wenn ich in den Club gehe, wa? In den Club? Oder du hast aber zu Hause halt. Weißt du, wo ich letztes Mal im Club war? Da hatte der Tresor noch offen. Welcher Tresor? Na, der Tresor, der, was war denn? Es gab ja danach noch einen Tresor. Techno, na, der Tresor hier. Der im Keller unten, mit den Gittern und so. Okay, das ist lange her. Warst du da auch im Tresor? Ich war da. Nee, ich schwör. Doch. Schwör. Ja, ich war da drin und also war... Ja. Ich freue mich aber richtig, dass du da bist. Ich auch, Mann. Du dumme Drecksau. Ich freue mich auch. Mich. Ja, jetzt müssen wir vielleicht mal sagen, dass ich jetzt hier nicht Nagellack-Influencer bin. Ich habe wirklich, mal so Fun Fact nebenbei, damit der länger hält, in den Kühlschrank stellen. Und wirklich, mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Nagellack. Meine Kinder haben total viel abgenommen, weil wir nichts Essbares mehr haben. Und alles Haltbare immer neben den Kühlschrank stellen. Und das ist ja jetzt alles gekippt schon. Also von daher, ich liebe euch alle sehr, aber man kann ja für 5 Euro auch andere Scheiße kaufen. Ich sehe so in letzter Zeit viele Mach Fotos doch mal von dir. Jetzt auf, da machst Bier du, oder was? Machst du, hier ist ein Öffner. Orientierst du dich ein bisschen an mir und meinem Style, so was Klamotten angeht? Ja, und so? Pass auf, jetzt wusste ich, guck mal, Sido ist auch jemand, der hat mir, wann hast du mir geschrieben? Gestern. Bei Insta. Ja, kann sein, dass ich dir gestern auch mache. Ja, und heute kommst du, dann weiß ich doch, dass du kommst. Wann schreibst du, wann hast du das letzte Mal bei mir bei Insta? Immer mal wieder. Immer mal wieder schreibe ich bei ihm. Natürlich, na klar. Hast du überhaupt gar nicht. Klar, du schreibst nie was bei mir. Aber ich bin der den Kontakt aufrechterhält. So. Ja, jetzt machst du wieder, als wenn du Kontakt aufrechterhältst. Ist aber wirklich so. Ist aber wirklich so. Also du bist ja wirklich der schrecklichste Gast, den ich je hatte. Wann hast du mir mal geschrieben wegen irgendwas? Naja, ich liebe dich. Zu deinem Geburtstag rufe ich immer an. Wie ist das, wenn ich mir die Hose genauso anziehe wie du und auch jetzt Bomberjacke trage und so? Wie ist das? Hast du eine Bomberjacke an heute? Nee, aber ich trage sowas öfter mal. Ich gebe Fotos von mir. Das sieht genauso aus wie du heute im Fahrstuhl. Bist du? Heute im Fahrstuhl, dein Foto aus Elevator dem Fahrstuhl. Boy. Ja, ich war in Köln gewesen. Weil ich, da habe ich. Steht dir aber, steht dir. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, ey, sexy Typ. Weil ich so viel abgenommen habe. Weißt du? Und dann macht man da Fotos. Man macht doch, wenn man. Nein, na klar, man guckt aber bei auch Insta jemanden. Fotografiert man sein Essen und man fotografiert sich, wenn man im Fahrstuhl ist. Dafür ist Insta da. Wie viele Fotos hast du gemacht, bis es das war, was es am Ende war? Ich mach nicht viel. Aber ich nicht guck mehr als dann eins. Mal, guckst du blöde irgendwie, manchmal kickst du blöde, wo ich denke, okay, das sieht jetzt aus wie ein Schlaganfall. Das nehme ich dann nicht. Dann mach ich noch zweites. Eins, so dass die Augen offen sind. Okay, aber es sind keine 3, 4, aber keine große, kein Konvolut an Fotos, aus dem du jetzt aussuchst. 2. Okay. Mike auch schon, so Mike auch. Aber so, und du bist jetzt also, du hast jetzt die Krankheit, wo du denkst, dass du der einzige Mensch auf der Erde bist, der eine Bomberjacke hat, oder was? Nein, aber so wie du die da trägst und so, sei doch mal ehrlich, komm, du findest schon auch ich cool, wie ich wirklich, mich ich schwöre, ich hab dich noch nie in einer Bomberjacke gesehen. Siehst du, so ein Freund bist du. So ein Freund. Jetzt kommt die Psyche-Nummer. Jetzt kommt er wieder. Noch nie in der Bomberjacke hat er mich gesehen. Jetzt spielt er die 8 über Bande. Noch wieder, nie weißt in der Bomberjacke habe ich angehabt. Naja, na klar. Bitte, Konzi, mach mal Facebook auf oder nee, wie heißt denn das? Insta da. Mach mal bitte das Cover von 6 VI. Das Cover von VI und dann das Fahrstuhlbild von ihm. Pack die beide mal nebeneinander. Mir haben alle geschrieben, machst du auf Danger Dan. Der macht auch auf mir. Der läuft ja nur mit der Bomberjacke rum. Naja, klar. Aber ist das nicht krass, dass wenn man jetzt eine Bomberjacke trägt, dass die Leute durchdrehen und sagen, du bist ja wie Danger Dan. Sagt man dir, du bist wie Danger Dan? Man sollte dir eher sagen, das ist ja nicht schon wie Sido.
Psycho. Ist doch ein Psychogast heute. Aber das ist halt mein Freund. Du, nimm doch hier von den Konfekt, oder von den Schokokonfekt. Nee, die Dinger hasse ich. Hä? Wieso? Die Dinger da oben, die Schokoladendinger, diese Eiskonfekt, ja, das ist ja Katastrophe. Wie heißen die? Die Nippons, die mag ich. Nappos heißen die. Ja, kannst Nappos. Du hier so einen Lutscher, so eine Lutscherpfeife nehmen. Die mag ich da auch kannst gerne. Du dran lecken und dann reinpfeifen. Mhm. Das ist ein ganz, das ist ein Knaller. Ja. Ist auch ein Effekt. Da haben auch die, ist das so ein Blombenzieher? Ja. Hast du Zahnersatz drin oder hast du ein Gebiss? Ich glaube, eine Zähne. Aber die sind ja nicht mehr echt. Doch, doch. Klar, du hast Milchzähne bestimmt auch noch, ne? Zweite Zähne, zweite Zahnreihe. Du hast keine Brücke, kein Implantat drin? Ich hab eine Krone. Hier eine Krone. In der Krone oder eine Krone? Nee, eine Krone im Zahn. Du hast nur eine Krone? Ja, ja. Du, Keramik. Du ernährst dich seit 100 Jahren nur von Morium oder was? Nee, keine Ahnung. Ich habe halt nur eine Krone. Ich weiß nicht, ich hab schon den oder anderen Zahnarztbesuch hinter mir, aber kein. Ich hab die ganze Fresse voll mit Zahnersatz natürlich. Aber warum? Naja. Kein Bock gehabt. Pflegt sich nicht leichter eigentlich, sag mal? Was? Zahnersatz oder musst du weiterhin putzen? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme mit Zähne habe, dann nehme ich die raus und schicke die mit Post zum Zahnarzt. Und dann macht der Prophylaxe und schickt die mit der Post wieder zurück. Wirklich? Natürlich nicht, aber was denkst du denn von mir? Nee, aber von der Sache hätte ich gedacht, dass das wirklich so ist. Es wäre eigentlich geil, wenn man es machen könnte, nur damit man den Schmerz umgehen kann. Das wäre geil. Du müsstest eine zweite haben. Aber natürlich habe ich die fest installiert. Ach so, und dann tut das... Also ist doch peinlich. Stell mal vor, ich habe einen Auftritt und dann fliegen mir die Zähne aber raus. Aber können die dann jetzt lachen auch Karies die Leute, bekommen? Die Leute lachen noch denn. Ja, die lachen dann, wenn du auf der Bühne bist. Ja, dann. Das wäre doch peinlich. Wär peinlich. Ich bin wenn die Schauspieler. Lachen ich bin Schauspieler. Ich will dann nicht, dass sie lacht wird. Wollen wir über die Insel namens Uwe sprechen? Ja, ist mal völlig falscher Titel. Du fandst das kacke, ne? Das hieß nicht Uwe. Udo. Udo. Naja, Udo. Ich heiße Uwe. Ich bin Udo, ich bin auch dabei. Aber sag mal, ich fand das gut und du fandst das immer kacke. Wie? Ich fand den Film gut. Ne, ich fand ihn auch gut. Ach so. Aber du wolltest nicht mit mir drüber sprechen, dass man sagt, ja, nee, Film und so. Hä? Ich hab den geliebt. Ich auch. Also den hat leider keiner gesehen. Aber ich hab den gesehen. Die Produktionsfirma hat sich im Kollektiv erhangen, weil das so ein Flop war. Haben irgendwie, obwohl, das haben damals 100.000 Leute gesehen, da war es schlecht. Heute würden die... 100.000 im Kino. Auf die Knie fallen, ja. Ja, ist heute viel, ja. Nee, fand ich toll. Markus Sehr ist der Regisseur gewesen. Wir haben in Köln gedreht im Kaufhaus. Das sah aber aus wie KDW. Ja, du war aber da am Rhein. Das ist so eine Location, kannst du mieten. Eine Location? Kaufhaus-Location, ja? Nee, wir haben da daraus ein Kaufhaus gemacht, aber das ist so ein leeres, weiß ich, was das ist. Genau. Aber es sah sehr kaufhausig aus. Toller Film, klar. Toller Film, wirklich. Leute, guckt euch den bitte Hast an. Du den Inseln angeguckt? Ja, klar. Na klar, ich bin der halt Hardcore-Rapper sitzt alleine? Auf der Couch alleine. Nee, alleine, weil du das bist. Was? Alleine, weil du das bist. Hast du einen von meinen Filmen gesehen? Naja, klar, mit Teddy. Den hast du gesehen? Naja, klar. Und wie heißt hier der? Ich vergesse immer den Namen. Wer denn? Fariadum. Genau. Den hast du wirklich gesehen, naja, oder von dem hast du gehört? Nee, ich hab den gesehen. Ich hab den gesehen. Ich hab den kein Wort. Was denkst du denn? Na, ich weiß auch, der neueste Song heißt Medizin, oder? Ja, weißt du. Und siehst du? Soll ich ihn hier noch vorsingen oder was? Soll ich die Instrumente da noch zu mit dem Mund machen oder was? Könnt ihr sagen, welches Sample da drin ist? Aber weiß ich doch nicht. Aber den finde ich geil. Jetzt mal. Danke. Spaß beiseite. Jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Jetzt mal ernsthaft. Ja. Finde ich gut. Danke dir. Großer. Also auf, Mann. Du sagst immer großer. Du sagst auch bei Medizin, sagst du großer. Ja, kann sein. Ist geil, woher kenne ich den? Aber kriegst du sag mal, du in Berlin, so Berlin, so wie dicker. Naja, klar, großer, mein großer. Ja, klar, Großerchen, mein Großerchen, mein Bester. Dass ich so viel über dich rede, kriegst du das mit? Nee. Andauernd rede, also nicht schlecht jetzt, nicht, dass du denkst hinterm Rücken aber oder so, oh, den musst du mal privat kennenlernen, ist ein Arschloch. Nein, ich rede öffentlich, wenn die Kamera läuft im On. Dann sag was sagst du zum Beispiel? Ich hab mit Apache, hast du das gesehen, das Ding? Da habt ihr über mich geredet. Ich hab's nicht gesehen, ich hab gehört, dass ihr über mich redet. Und dass das gut war. Es ging um die Liebe der Mütter bei Rappern, dass die Mutter immer eine Heilige ist. Ja. Dass ich das so geil finde. Ja. Dass ihr harte Typen seid irgendwie, aber wenn Mutti kommt... Dann stehen alle auf. Aber und dann, wie? Na klar. Ich habe erzählt, als ich bei dir war in meiner Columbia-Halle und Mutti in der Garderobe war. Ja. Und diese ganzen harten Kerle irgendwie, da irgendwie Party gemacht haben und dann hast du gefragt, hast du meiner Mutter schon guten Tag gesagt? Und dann sind die richtig zusammengezogen. Und dann sind die hin und haben gesagt, ja, schönen guten Abend, schön, dass sie da sind. Und das fand ich total geil. Ja, finde ich auch. Erzählt. Finde ich auch geil. Ihr seid nämlich gar nicht so eine Schweinebande, wie man immer denkt.
Nee, Schweinebande sind Betrüger. Nicht. Also ihr seid ja keine Betrüger. Betrüger sind wir nicht, ne? Nee, aber ihr seid... Na, wir sind wie du. Jung geblieben. So, jetzt aber das große Thema. Ja, seit welche ist es? Wer ist jetzt mehr Harald Juhnke, du oder Icke? Das ist ein Streit, der über Generationen gehen wird. Also selbst unsere Kinder untereinander streiten sich ja schon. Wer ist jetzt mehr Juhnke, Sido oder Krömer? Icke. Nee. Doch, wirklich nur Icke. Du hast ja nicht mal ein Smoking. Klar habe ich ein Smoking und ich bin auch den ganzen Tag am Smoking. Hast du Lackschuhe? Ich bin auch immer am, siehst mich nur Smoking den ganzen Tag. Weil du mich kopierst, wa? Nee, nicht im Smoking, du siehst mich am Smoking. Wie am, ach so, ja. Den ganzen Tag bin ich am Smoking, Smoking dran. I am smoking. So, das war schon gewesen. Wir sind heute, sind wir nur 19 Minuten lang. Das ist geil, weil ich habe ein Touchpad. Ich kann jederzeit hier abbrechen. Wer? Verstehst du? Wenn das hier irgendwie langweilig wird, fliegst du raus. Okay, also dann lass ich mal. Ich hier jederzeit, ich bin hier, hab hier voll, das volle Kommando. Hast du dich erbrochen jetzt am Nappo? Ich kaue, das nervt. Boah, Alter, ich hätte voll Angst, dass mir die Brücken rutschen. Ja, ich habe ja keine Brücken. Pass wir auf, haben auch hier die Sache mit Juhnke-Papier haben wir. Auf damit. Mit der Juhnke-Sache, ne? Ja. Sag doch mal, was jetzt dich mehr, außer jetzt ein Smoking zu haben im Schrank. Bringt ja nichts. Der ist auch, denkst du, der ist nicht auch in Jogginghose durch die Gegend gelaufen? Nee, nein, Harald Juhnke ist im Smoking zu Steinig gegangen und hat gesagt, 3 Rumkugeln bitte. Gehst du im Smoking zu Steinig? Ja, selbstverständlich. Ja, gehst du nicht. Doch. Gehst du nicht. Natürlich. Nein, gehst du nicht. Also ich stehe an der Eingangstür und lass mir die Sachen übergeben, die ein Mitarbeiter gekauft hat. Aber ich mache im Smoking die Tür... Mit einem Einstecktuch. Wie oft bist du denn so in der Kneipe zu sehen? Naja, seitdem ich nicht mehr saufe, jetzt nicht mehr so also, oft. Was macht dich denn zu Jugend, wenn du nicht säufst? Ich bin Next Generation. Ich bin der trockene Junke. Ja, so. Ich bin, verstehst du, Junke 2.0. So. Die Weiterführung. Gäbe es eine Möglichkeit, sich das zu teilen? Was? Einer ist Harald, der andere ist Junke. Wie soll denn das gehen? Ja, keine Ahnung, oder jeder eine Woche. Trittst du in der ersten Hälfte und ich in der zweiten, oder was? Jeder eine Woche, jeder einen Monat. So. Den Titel haben. Ja, dann einigen wir uns ja nicht. Also, dann lass uns doch einfach darauf einigen, und das muss bis zum Duell führen. Dass du kannst du jetzt aussuchen, morgen willst du einen Säbel haben oder eine Pistole? Wie alt bist du nochmal? Ich bin 32. So. Dann bist du ja jünger als ich. Ja. Dann muss ich den Titel erstmal haben, weil ich sterbe früher. Dann kriege ich den so lange, bis ich sterbe? Nee. Na doch, und dann kannst du den haben. Hast du Juhnke kennengelernt eigentlich? Du? Nee. Ich kenne seinen Sohn. Ja, den kennen alle. Na, aber persönlich? Ja, klar. Kennst du ihn persönlich? Ich bin aufgetreten irgendwo in der Disco, wo er eine Party macht. Ich hätte stutzig werden können, die Party ist ganz in weiß. Kannst du dir vorstellen, was da los war? Ich war um 8 Uhr gebucht und ich bin um 4 Uhr morgens aufgetreten. Weil? Alles weiß war? Ja, weil alle weiße Anzüge anhatten. Ah, deswegen hat sich das alles so verzögert. Ne? Draußen hat sie schneit. Steht drin auch? Ich glaube, die Tür war offen, ist ein bisschen schwer reingekommen. Aber weswegen sich das jetzt alles verzögert hat, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber pass auf, ich weiß nicht, wann Juhnke gestorben ist. Ich glaube 2004 und dann war Gedächtniskirche, da standen dann alle. Und dann war ich an dem Tag in Stuttgart. Das war mein erster Auswärtstermin, den ich hatte, mit 4 anderen Terminen. Und ich bin im Renitenztheater in Stuttgart aufgetreten und dachte, scheiße, Juhnke ist tot. Eigentlich müsste ich an der Gedächtniskirche stehen und ich kannte ihn ja nicht. Aber ich hätte da als Berliner stehen müssen, um Abschied zu nehmen. Und dann dachte ich so, ich bin jetzt in diesem verpissten Stuttgart hier, in diesem Kack-Theater, muss jetzt gleich auftreten, die werden mich scheiße finden. Und dann bin ich da aufgetreten und das war so ein geiler Auftritt. Dass ich Stuttgart bis heute liebe. Dass ich so dachte, nee, das war ja gar nicht scheiße. Das war richtig geil gewesen. Du hast Lust auf Geschichten über Intrigen, Affären, sehr viel Geld oder Mord? Das bekommst du alles in unserem neuen Podcast Verdammt berühmt. Wir erzählen jede Woche vom turbulenten Leben der Superstars und der bekanntesten Familien der Welt. Es geht zum Beispiel um den Mord im Haus Gucci, um das Milliarden-Dollar-Musikgeschäft von Beyoncé und Jay-Z oder um das deutsche Formel-1-Wunder Michael Schumacher. Also kurz gesagt,
Das ist die Show für dich, wenn du Menschen, das Leben und all das Drama dazwischen liebst. Höre Verdammt berühmt überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es immer eine Woche früher bei Amazon Music. Okay, und was hattest du jetzt immer mit Harald zu tun? Naja, das ist meine einzige Verbindung, die ich zu Harald habe. Dass du nicht da warst, aber Stuttgart war. Dass ich nicht bei seiner Beerdigung da war, aber in Stuttgart abgeräumt habe. Vor 200 Leuten. Und jetzt fährst du ja alle nach Stuttgart. Kannst du das mal ein bisschen mehr dazu so sagst, mein Gott, das wäre ja ein Titel für deine Biografie, die ganze Geschichte, die du gerade erzählt hast. Mein Stuttgart. Dass du sagst, warum ist das noch nicht verfilmt als Miniserie? Nee, bringt dich aber auch noch nicht näher an den Titel. Du bist noch beim Titel oder was, mal auf jetzt hier. Wie ist bei dir mit Madame Tussauds Statue? Wie ist da der Stand der Dinge? Hast du eine? Das geht nur über einen Anwalt. Achso. Hast du eine Figur? Nee, ich hab ja nie gesagt. Wie? Ach, stimmt. An dem Tag, wo wir die Aufzeichnung hatten für deine Sendung, wurde ich gefragt. Ich werde heute noch angesprochen. Manchmal sage ich so Sachen und dann Jahre später schreiben mich immer noch Leute an und sagen, ich war bei Madame Tussauds, du bist ja immer noch nicht da. Also siehst du? Nee, ich bin nicht da. Ja, ich auch nicht. Ja, du wolltest nicht, ich wurde echt nie an. Du würdest da nicht dahin. Ich weiß es nicht. Neben wem stehe ich denn? Neben Einstein? Nee. Du stehst neben... So RTL2-Leute oder was? Birgit Schrowange. Nein. Na klar. Die Gewinnerin von Temptation Island, letzte oder Staffel oder was? Ja. Nee, das möchte ich nicht. Ich auch nicht. Gegen Birgit Schrowange im Berliner? Ist mir jetzt eingefallen, so ein Name. Ich wüsste nicht mal, wie die aussieht. Was wäre, wenn wir beide zusammenstehen würden? Ja. Du im so einem ganz billigen Jogginganzug und ich im Smoking. Warum du im Smoking? Man sieht dich ja nie und dann würden alle sagen, ist das Jugend neben sie? Aber ich habe so ein Namensschild, da steht drauf Kurt Krömer. Weil du ja nie Smoking trägst. Man erkennt, würde dich gar nicht erkennen. Ja, ist surreal, komm. Ist sowieso, hättest du gerne gelebt in der Zeit, so wo die Mauer noch stand, das alte, verpuppte West-Berlin? Ja, ich wäre gerne so durch Berlin, wo man noch flaniert hat. Wo man nicht gelaufen ist über den Kudamm flanierte. Man flaniert ja nicht mehr. Aufpassen musste, dass man nicht von Rolf Ehns weißem Rolls-Royce überfahren wird. Naja, na klar, aber der ist ja so langsam gefahren, da konnte man ja noch so langsam fahren auf dem Kudamm, wie mit Pferd. Ah, ja. Als würde man von einem Pferd gezogen werden. War das nicht pupig? Nee, ich wäre gerne, ich bin ein klassischer Flanierer mit Händen auf dem Rücken. So einer bin ich. Ja. Hast du auch so einen Spazierstock? Und dann so winken. Ich habe auch einen richtig guten Winker rüber auf die andere Straßenseite, wenn da einer läuft, den ich kenne. Hast du eine Melone auf dem Kopf? Ohne Melone. Aber ich könnte sicherlich auch so einen Stock so gut drehen. Weißt du, so drehen und so. Ich hätte richtig, ich wäre ein guter Flanierer. Flanieren. Ja, aber flanierst du jetzt, sagen wir mal, dass du sagst, flaniert ja keiner mehr. Sonntags flanier ich jetzt mal über den Kuder, machst du das? Nee. Aber würde ich machen. Na, mach doch. Nee. Ich habe mich gerade erbrochen an dem Esspapier. Das ist gar nicht mal so lecker, muss ich sagen. Weißt du, was geil wäre, wenn man schwarz-weiß sein könnte? Und dann würde ich flambieren. Flambieren da? Guck mal, einmal rüber flambieren. Kannst du ja auch ein bisschen Schaschlik flambieren da. Kannst du machen. Mit Händen auf dem Rücken? Nee, aber ich finde das schon geil, so wie das jetzt ist, aber nicht, ja, weiß ich, 1978. Warum? Weil das so pupig war, das war ja wie was war denn da du hast dann nur den Kudamm gehabt und dann hast du immer. Aber was willst du denn mehr? Bei Bubi Scholz hättest du denn, war dann immer Party im Grunewald gewesen. Alles andere setzt sich doch aber so sehr unter Druck, das auch zu haben und das auch zu sehen und zu erleben. Ist doch geiler, wenn die Auswahl viel kleiner ist und geringer. Wenn du ja. Ist doch viel geiler. Mach doch und setz nicht so unter Druck, habe ich das Gefühl. Alles zu haben, die Auswahl aus allem naja, zu haben, setzt sich ja mal unter so, Druck. Wie das jetzt ist. Also ich muss da damit klarkommen. Naja, ich würde lieber die Mauer ist nun mal weg. Jetzt mach mal die Augen auf. Es gibt jetzt Osten und Westen. Die Mauer ist jetzt weg. Warst im Osten gewesen mal, in Ost-Berlin. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich im hast Osten. Du mir das, ach so, das Geschenk war ja der Nagellack. Ja. Du bist ja nicht so richtig zufrieden mit dem Nagellack. Naja, weil du bist so reich, dass ich dachte, jetzt irgendwas... Smaragde. Ich schwöre, ich hätte dir auch eine Uhr mitgebracht. Dass du so eine Truhe mitgebracht hättest, wo du sagst, das ist alles voll mit Smaragde. Was hättest du gemacht, wenn ich dir eine Uhr mitgebracht hätte? Hätte ich ein bisschen, also wäre es dir unangenehm hätte gewesen? Hätte mich geschämt und hätte die nicht angenommen. Wahrscheinlich, es, oder? Sei denn, es wäre eine Swatch oder so. Nee, es wäre schon so eine in so einer grünen Box oder sowas. So eine Uhr, was hast du oben? Eine Uhr zum Zeitablesen. Sag doch mal jetzt. Uhr, Dicker, was werde ich wohl für eine Uhr machen? Eine Swatch werde ich wohl nicht haben. Eine teure Uhr, deswegen sind die Schuhe so billig. Weil du auch sehen musst, wo du bleibst. Ja, naja, na klar. Und dann steck ich jetzt das mehr in die Uhr rein und dann
Schuhe sollen mich, auch, man nur, ja nicht so sollen mich auch nur vor der Kälte des Bodens bewahren und ne, aufpassen, dass meine Füße jetzt nicht. Ah, du hast bestimmt 5000 Paar Schuhe zu Hause. Nee, war so ein nicht. Ding ist das. Nee, hab ich nicht. Wie, hier, wie heißt der jeden Tag einen neuen Schlüpper anzieht von Calvin Klein? Weiß ich nicht, wer macht sowas? Wie heißt Justin Bieber. Jeden Tag einen neuen oder jeden Tag einen frischen? Oder jeden Tag den gleichen, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas war mit Schlüppern und jeden Tag? Jeden Tag einen neuen, glaube ich. Jeden Tag einen neuen Schlüpper, ausgepackt, neu. Und ja. Der alte? Der wird verbrannt im Garten. Hä? Oder hat er einfach so einen Schrank voll mit einmal getragenen Schlüppern und die trägt er halt nie wieder, aber die Putzfrau nee. Oder die Haushälterin der packt der den... macht einer Mitarbeiter das auf, die Packung, und dann zieht er den Schlüpper an und dann wird der andere weggeschmissen. Oder für einen guten Zweck versteigert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin in dem Game nicht so drin. Wie viele Schlüpper hast du? Weiß ich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, zu wenig. Aber musst immer, sind jetzt nicht Löcher drin oder irgendwann. Du bist jetzt nicht so ein Typ, der sagt, außen hier Rolex und aber Schlüppis bei C&A im Sechserpack. Nee. Mit Simpsons schon. Drauf. Schlüppi ist immer ordentlich. Hast du Motive drauf? Erdbeeren, nein. Melonen, nein. Irgendwas? Nein, auch immer dunkel wegen Bremsspur. Hast so. Du weiße Unterhose? Ja, nur. Bin ja eigentlich Arzt. Ich wollte Arzt werden. Was wolltest du werden? Koch. Koch? Hättest du werden können. Naja, und jetzt bin ich aber... Ich wollte ja was werden, also ich wollte immer was werden, wo ich weiß, das wäre ich ja nie geworden. Warum? Weil du nicht arbeiten wolltest? Naja, als Arzt arbeitet man schon. Das habe ich dann mitbekommen und dann dachte ich, das ist vielleicht ganz gut, meine, dass ich doch kein Arzt bin. Naja, aber ich meine, du hast mal gesagt, werde ich sowieso nicht, und dann wünschst du dir was, was du sowieso nicht wirst. Das ist wie wenn naja, ich mit Absicht so nicht lerne, wie man Kartoffeln schält, damit ich nie Kartoffeln schälen muss. Das ist ein guter Plan. Ja. Dann bist du aus dem Game raus. Ich weiß auch nicht, wie Waschmaschinen funktionieren. Habe ich mit Absicht nie gelernt. Weißt du wirklich nicht? Nee. Ist nicht dein Ernst. Ich schwöre, ich könnte die Waschmaschine, die zu Hause ist, könnte ich nicht bedienen. Ist nicht dein Ernst. Ich schwöre, weiß ich nicht. Aber mit Absicht, weil das muss ich dann halt auch nicht. Ich kann immer sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist ja wie mein Vater, der konnte sich nicht mal ein Brot schmieren. Der hat sich die ganze Zeit auf doof gestellt. Ja. Der hat doch mal gesagt, wollen wir nicht mal einen Kaffee machen? Ja. Weißt du? Ja, so dieses, klar, wollen wir einen Kaffee? Hättest du Lust auf ein Käffchen? Wollen wir mal ein leckeres Käffchen trinken? Und das war immer die Ansage, mach mal. Ja. Weißt du? Ist doch gut. Schlau. Eine Waschmaschine, aber du kriegst einen Fernseher. Kannst du eine Waschmaschine bedienen? Naja, klar. Wäschst du auch selber? Naja, klar. Bügelst du selber? Also, bügeln. Also, wenn ich Hemden bügel, bügele ich immer da, wo man es sieht. Weißt du? Der Brustbereich oben den Kragen. Den hast Rest du, nicht. Hast du eine Haushälterin? Oder machst du wirklich alles selber? Putzfrau? Putzfrau hatte ich mal, ich mach's wirklich selber. Alles im Haushalt, alles selber. Aber ich habe jetzt auch nicht Sachen, die ich jetzt. Ja, aber ich weiß, du hast ein großes Haus. Ja, du, ich weiß. Ich weiß, du hast ein großes Haus. Ich weiß. Einige zu tun, wenn das wäre auch deins mal irgendwann gewesen, wenn das nicht ich hab's so. Ich habe mir angeguckt, kurz vor einem Monat vorher. Aber dir das oder war so. Dir zu verwinkelt. Stressig. Zu verwinkelt und zu viel zu tun. Nee, du hast gesagt zu den Vorbesitzern, da ist zu viel zu tun. Genau, ja. Ja. Und dann hast du dir eins von Lego gekauft oder was? Ne, ein fertiges, ja. Wollte halt nicht mehr wohnst viel zu tun. Wohnst du da noch? Sind wir noch Nachbarn oder bist du jetzt in Chicago oder irgendwo? Ich wohne da auch. Ja? Auch, ja, ich wohne da auch noch, ja. Würdest du Berlin verlassen? Unter Umständen, ja. Wohin? Aufs Meer. Auf ein Boot, aufs Meer. Auf eine Bohrinsel oder was? Nee, auf so ein Boot, auf so ein größeres Boot, auf dem Meer und da dann leben. Das könnte ich mir auf vorstellen. Auf ein Boot? Ja. Wie ein Tretboot oder was? Ja, Yacht. Eine Yacht, so für 80 Millionen. Deswegen habe ich extra nicht Yacht gesagt, weil so ein Ding halt auch nicht sein muss. Naja, es muss halt ein größeres Boot sein, mit so Schlafplatz unten drinne. Na, ist doch ein Wohnzimmerchen. Nee, muss mit einem Helikopterplatz und eine Kegelbahn. Eben nicht. So was muss halt auch nicht sein. Kostet 5 Millionen so ein Ding? Ja? Ja. Ja. Na, ich habe ja so ein Ding. Ich habe ja 5 Jahre auf dem Meer gelebt. Auf der Ostsee habe ich gelebt. Auf der Ostsee? Ich würde halt dahin gehen, wo die Sonne immer scheint. Ja, das ne? war mein Fehler. Ich habe so gefroren. Ja. Das waren 5 kalte Jahre. Das ist richtig eine scheiße Idee. Kannst aber... Schenke ich dir. Was ist denn dein Plan? Weißt du, wo ich gerne, also ich habe für den Lebtag jetzt, Lebtag, ne? Der sogenannte Lebtag. Was ist denn da dein der Plan? Der Lebtag? Naja, so wenn die Kinder sind weg und so, die Tage, wo du nochmal lebst, die Kinder sind aus dem Haus, das nennt man das doch den sogenannten... Lebtag? Ja. Wenn du dann nochmal lebst, dieses nächste Leben, was du dann hast, das ist so der sogenannte Lebtag. Was stellst du dir da vor? Ich bin Tag und Nacht mit dem Lebtag beschäftigt, weil ich denke, wenn jetzt die Kinder aus dem Haus sind, was machen wir denn? Ja. Was machen wir denn? Na, was machst du denn? Ich gehe aufs Boot. Dann bin ich alleine zu Hause. Komm mit, dann nimm ich meinen Nachbarn auf den Sack und dann verklage ich den, weil der Kirschzweig bei mir rüber wächst. Ich werde wieder rückfällig. Bestimmt. Ich fange wieder an zu saufen und nehme Heroin oder so, weil ich Langeweile habe. Ist ja auch okay. Oder ich werfe mit Steine auf Rentnern oder irgendwie sowas. Ja, geh doch auch weg. Ich dachte an Rom.
ein Jahr Rom. Meinst du das ernst, ne? Ja. Warum? Naja, dass ich mal rauskomme. Ich bin doch jetzt nicht, durch die Kinder, durch die Schulpflicht, ich bin ja immer in Berlin. Ich bin immer gebunden an die scheiß Ferien. Jetzt sind bald, weiß ich nicht, dann hast du wieder da die Ferien und da, dass ich einfach mal im Februar sage, ich hau ab, pack mir meine Koffer, aber warum denn ja? Warum ja und dann Rom, so fest, auch so gebunden? Ja, weil ich wieder zurück will. Ist, weil das nicht so weit weg ist, oder was meinst du? Nee, dass ich mal rauskomme. Weißt du? Ich komme da nie raus. Hä? Was ist mit Urlaub? Einfach mal Urlaub 3 Wochen? Reicht das? Nee, ich bin nur ein Jahr in Rom. Was soll ich denn da mit dem Urlaub? Ist da popelig. Ich wohne denn da. Warum will man in Rom? Ich flaniere denn in Rom. Ist doch geil. Da kann man noch flanieren, ja. Italienische Maßanzüge und dann flaniere ich da. Da kann man noch flanieren. Cappuccino, si vous plaît, oder wie das heißt. Flaniere, flanier, el flanaro. Hä, und du lebst 5 Jahre auf dem Meer und dann fährst du 3 Wochen in Harz, oder was? Ich will da bleiben auf dem Meer. Und dann aber. Da ist doch aber keiner. Da kannst du, gibt's da auch kein Späti und ja nicht. Darum geht's ja. Dann doch nur ein Beiboot und dann fährst du halt rüber. Worüber? Auf das Festland. Und holst dir da eine Banane. Denn, was ist denn da für ein, also was ist denn das für ein Land denn? Da, wo die Sonne gerade scheint. Vielleicht ist das Bora Bora, vielleicht ist das St. Barth oder sowas. Ja, und hast du keine Konzerte? Trittst du denn nicht mehr auf oder was? Doch. Na klar, ich hab ja noch nicht. Gehen wir vom Lebtag wieder? Ich hab ja noch nicht den Lebtag. Lebtag. Jetzt an Weihnachten mach ich ja die Weihnachtsshow, wo du auch schon mal gewesen bist. Ich weiß, du bist ja 100 Tage hintereinander. Du fängst ja Ostern schon an, Weihnachten zu feiern. Ja. Weil das Erfolg, das ist auch ausverkauft, ne? Mhm. 8-mal. Krass. 8-mal Kolumbiale. Glückwunsch. Danke dir, mein großer Star. Kommst du vorbei? Nee, kann nicht. Na, nur gucken. Ich bin nur hier, gucken, guck dir das doch an, die Sklaventreiber. Das ist ja der 3. Podcast, den ich heute aufnehme. Ja. Meinst du, mir macht das noch Spaß? Das ist aber irgendwas? Im Dezember. Das ist eine Maschinerie, in der ich hier bin. Das kommst ist, du an meinem Geburtstag? Das ist Amazon Music. Du verstehst, ich hab mit Blutschweiß und Sperma habe ich hier einen Vertrag unterschrieben, wo ich nicht mehr rauskomme. Aber toll, dass du da bist, dass ein Freund kommt. Ja. Ich freue mich auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir die. Dass wann hast du denn nochmal, also ich weiß es ja, aber die Zuhörerinnen wissen das ja nicht, Geburtstag? Am 30.11. Na, siehst du. Kommst du? Feierst du privat oder was? Mal gucken. War ich noch nicht bei so einem Rapper-Geburtstag. Was stellst du dir denn jetzt vor? Naja, dass Elefanten durch den Garten laufen und so. Naja, wird Kartoffelsalat halt geben, jetzt normal. Kartoffelsalat? Ja. Ich mach Kartoffelsalat. Ist meine Brille kaputt oder wer sitzt denn jetzt vor mir? Ich bin ein bisschen beschlagen tatsächlich. Ja, ich bin Angstschweiß. Aber, ja, Kartoffelsalat, mein Lieber. Und warme Würstchen oder was? Nee, ich hasse warme Würstchen, da wird mir schlecht. Kalt, auch. Kalt. Das ist warme Milch mit Honig. Wird dir auch schlecht von meine Mutter hat immer gesagt, so, wir fahren an der Ostsee, wir waren richtig cool drauf. Wir sind die ganze Kindheit immer an Timmendorfer Strand gefahren. Mhm. Und dann habe ich immer eine warme Milch mit Honig gekriegt, dass sich der Magen beruhigt. Und ich habe jedes Mal gekotzt. Ach, für die Fahrt? Ja. Ja. Ich habe jedes Mal gekotzt. Ja. So, aber ein Jahr später, wir fahren an Timmendorfer Strand, ich kriege eine warme Milch mit Honig, kotze alle Tinten voll. Warum hat denn keiner, weißt du, was die Definition von Wahnsinn ist? Wenn man immer wieder denselben Fehler macht und hofft, beim nächsten Mal wird es anders. Das hat deine Mutter hat, also ist wahnsinnig. Das war, die war in der Möbelschleife. Die dachte, der hat einen Reizmagen, also die warme Milch mit Honig. Genau, aber immer wieder dieselbe. Und dann habe ich mich erbrochen und sie dachte dann, das war vielleicht zu wenig Honig oder Milch. Mir wird richtig übel. Nee, hast du das? Oh, warme Würstchen, da wird mir schlecht. Ich mag auch keine Eierkuchen, da wird mir auch schlecht von. Eierkuchen? Eierkuchen. Oh, das ist aber geil. Komm, mit Nutella. Oh, nee. Dann die Crepe, ja, Crepe, aber Eierkuchen. Ist das gleiche? Nee. Eierkuchen ist dann nur dicker als Crepe. Ja, dicker und viel, viel buttriger und fettriger und so. Bäh, hör bloß auf. Nee, da wird mir. Ja, mal meinen Eierkuchen, Digi. Wirklich? Machst du einen guten Eierkuchen? Ich mach richtig gute Eierkuchen. Ich bin ein richtig guter Koch. Du auch. Pancake, ne? Ja. Du bist richtig. Ich koch gut. Du bist nicht einseitig nur. Du bist. Versiert. Versiert. Ja, ich bin versiert. Man braucht ja halt diese Grundkniffe. Wie macht man Soßen? Wie schmort man? Den ganzen Quatsch, was muss man wissen? Und dann kann man alles. Kannst du Ente l'Orange? Ente l'Orange mit Orange. Ente mit Orange. Ja, na klar. Kann ich mir schon vorstellen, ungefähr, wie es geht. Ja, werde ich hinkriegen. Ja. Kannst du eine gute Ente machen? Ja. Ich kann, Vogel und so kann ich wirklich gut auch. Aber ich mache keine Ente. Machst du Weihnachten Ente? Ja. Ja, ich bin halt. Weißt du warum? Weil die Gans viel zu groß ist. Die passt ja nicht in den Ofen. Ich mach eine Pute. Eine Pute? Noch größer sogar. Mach doch einen Strauß. Nee, ich mach eine Pute. Noch größer. Nee, aber richtig Slow Roast. Die braucht 17 Stunden für einen Ofen, oder sowas. Alter. Passt da in den Ofen, passt da kein. Na klar. Eine Ente ist so ein kleines Ding. Ente. Eine Ente, ein Äpfel. Ja, ein bisschen größere Ente natürlich. Was denn? Eine mutierte, aus dem Genlabor. Ein bisschen größer natürlich. XXL-Ente. Ja, wir haben alle den, ich glaube, wir haben alle selbst einen gleich großen Ofen, die sind doch so ein Maß, die haben was kriegst so du denn alle da rein? Genormt. Naja, halt eine Pute, 8 Kilo. Und was hast du denn für einen Breter? Einen ordentlichen, so, aber den kriegt man überall bei diesen da Einkaufsläden, vom Möbelläden da. Da kriegt man doch so Breter große.
Du kaufst im Möbelladen Breta? Ja. Aus Holz oder was? Der dir denn? Nee, unten im unteren Stockwerk im Möbelladen. Im Möbelladen? Hm? Bei Möbelhöfner oder was? Nee, Ikea. Bei Ikea? Ja. So eine Billigscheiße? Das ist nicht billig. Was bist du denn so geizig geworden? Mann, Großer, jetzt hör doch auf. Was bist was du? Ist was bist denn? Du, aber was? Ich mach mir ja gerade Sorgen. Jetzt. Zeig mal den Ring, den goldenen Ring mit dem Rot drinne. Hab ich nicht. Warum hast du auch einen goldenen Ring mit Rot drinne? Wenn du dich nicht anziehst wie ich, Großer. Sag mal jetzt. Du bist ein Psycho. Sag mal bitte einmal. Das ist durch deinen Sparzwang. Nee, du geht ja auf dein Gehirn. Verstehst du? Dadurch wirst du jetzt ein Psycho. Du denkst bestimmt, ich sehe auch aus wie du, wa? Weil ich einen Bart hab. Ja, na, das hörst du das nicht öfter? Du bist auch der Einzige, der einen Bart hat, ne, als Mann. Wollte ich dir ja sowieso noch mal sagen, dass du wirklich der Erste bist, den ich sehe. Aber vor dir, auch vor dir die Frisur, Großer. Klar, ich habe auch alle deine Tattoos. Nee. Habe ich heute abgeschminkt. Aber gerne mal, nicht. Gerne mal so eine Jeans jetzt seit neuestem, wo der Pullover so am Gürtelhöhe aufhört, Bomberjacke drüber. Ist doch auch okay. Ich mag ja den Style auch. Ich feiere das ja auch. Das hast du doch nicht erfunden. Ich musste letztens hier einer jungen Frau, einer Rapperin sagen, dass wir ja die Sneakers erfunden haben. Wer wir? Naja, Joschka Fischer war, wann war das jetzt gewesen? Mitte der 80er Jahre. Das war ein großer Skandal. Er hatte der Sneaker im Bundestag an. Ja. Das ist doch unsere Erfindung. Muss doch jetzt nicht so ein junger... Was meinst du mit unser? Naja, 74 Jahre. Deine geboren. Und meine? Ach so, ja. Du und Joschka. Naja, Joschka ist ein bisschen älter als ich. Halt aber wen meinst du damit unsere? Na, unsere Generation, deine auch. Ich bin doch nicht deine Generation. Na, wie alt bist du denn? 41. 41, ich werde 42. 80, okay, 70. Ende des Monats werde ich 42. Ich sag, ich bin 42. So. Ja. Ich bin doch nicht deine Generation. Na, natürlich. Du bist 50, nur, oder? Kriegst du ja noch die Fresse. Jetzt soll ich dir mal in die Fresse hauen? Oder? Sag mal jetzt, wie alt bist du denn? 47. 47. 48. Ja, also. Ja. Na, siehst du, warum feiern wir nicht Geburtstag zusammen, Großer? Soll ich die warmen Würstchen mitbringen? Und nicht warme Würstchen. Nee, bringt der kalte mit. Hast du einen Plan für deinen Geburtstag? Ich feier nicht. Was? Bist du zu Hause? Ich komm klingeln. Ich hasse das. Ich komm klingeln an deinem Geburtstag. Was würdest du sagen, wenn ich einfach klingeln würde an deinem Geburtstag? Na, mach doch. Du weißt ja, wo ich wohne. Nee, ich weiß, wo du wohnst, ja. Das ist doch nicht so schwierig. Du musst, da ist ein Knopf und... Nee, aber wenn... Da ist, hör auf jetzt, da ist ein Knopf. Ja. Da drückst du drauf, ja. Und dann, pass auf, geht ein Kabel nach oben und dann macht das Ding-Dong. Und dann weiß ich, ey, da ist einer. Und dann gucke ich durch einen Spion. Wenn und du zu Hause bist an deinem Geburtstag, dann gucke ich durch einen Spion, dann sehe ich. Käthe, versuch dich bitte dran zu erinnern und sag, ob ich Zeit habe. Wenn ich Zeit habe, geht einfach klingeln. Ja, Käthe ist auch da. Na, warum ist denn die nicht hier drin? Naja, die kannst du ja auch gleich treffen. Ach, Käthe ist auch da. Käthe, na, ist doch herrlich. Naja, na klar. Weißt du, warum ich auch wusste, dass du kommst? Sag mal. Soll ich die Geschichte erzählen? Haben wir die Zeit noch? Ich komme nach Hause, mache die Wohnungstür auf und halt eine Sperre drin. Weil der ganze Flur voll war mit Kisten. Ja. So, 8 Kisten, große Umzugskisten. Ja. Und dann gucke ich da drauf und da stand drauf Universal. Und ich dachte, geil, Vorschuss. Weißt du? Ja, na klar, na klar. 36 Kisten, na klar, so kommt das ja. Ist ja klar, na, für die neue Platte. Kommt ja immer so. Weißt du? Ja. So, jetzt mache ich das auf, alles voll mit Merch. Mhm. Von einem gewissen Sido. Mhm. Waren das jetzt Kisten, die bei dir im Keller genervt haben, wo du dachtest, die Scheiße schicke ich an Krömer, weil ich keinen Bock auf zum BSR zu gehen? War einfach, weil wir sehen, du trägst jetzt mittlerweile gerne so meinen Style, mein Stil. Du, pass auf, jetzt doch mal, du schickst mir deine Sachen, die ich dann eventuell noch trage und dann wirfst du mir vor, dass ich mich so anziehe wie du, dass du dann noch sagen kannst, na, da steht ja sogar mein Name drauf. Es ist nicht, auf die Pulli. Ist nicht mit einer Silbe als Vorwurf gemeint. Ich mag das, ich find's cool. Ich würde mir aber wünschen, dass du es zugibst und den Leuten auch erzählst, wo du deinen Style her hast. Ich sag's nicht. Kannst du mich foltern. Und dann habe ich gesagt, dass ich gerne Kalkete angerufen, dass ich alles in XS brauche, weil ich zu abgenommen habe. Sieht man aber wirklich. Also ich hätte gerne eigentlich XXS, aber ich will ein XS, das noch ein bisschen schlabbert. Den Pulli hast du geholt, als noch mehr war, ne? Der schlabbert nämlich ganz schön, der Pulli. Nee, das ist von Käthe. Das hat die heute aus deinem Schrank rausgenommen. Das ist dein Pullover. Nee, aber sag mal, der schlabbert schon. Der Pullover ist noch von vorher, ne? Vor den Kilos. Nee, der... Oder ist der neu? Der ist neu. Oh, die kannst du kleiner kaufen mittlerweile, groß. Nee, ich will, dass es schlabbert. Trägt man jetzt eng oder was? Körperbetont? Nee, du kannst es dir halt leisten. Hätte ich eine Leggings angezogen. Könntest du dir das halt zeigen, leisten mittlerweile. Also die Jeans sitzt schon wie eine Leggings. Das sieht so albern aus, wie du mit diesem kleinen Glas, mit dem... mit Finger hoch? Das ist wie flanieren, Großer. Aber du flanierst ja, ich bin ja wirklich auf dem Kuhdamm. Wann? Na, meine Agentur ist doch da. Ich bin dreimal die Woche am Kuhdamm. Aber flanierst du oder steckst du aus dem Auto aus? Nee, pass auf. Manchmal habe ich so, dann habe ich, wenn ich keinen Bock habe, erkannt zu werden, habe ich so wie du Cappy auf. Ja. Und dann gucke ich so auf den Boden, wie so ein Psycho. Siehst du, jetzt hat er zugegeben. So, pass auf. Könnt ihr das speichern? Er hat gesagt, ich mache das dann so wie du. Hat er gesagt gerade, ne? Gut, alles klar. Was hat er für, hat er ein Cappy auf, wo 49ers draufsteht? Also sag mal, dann?
Du hast eine Mütze auf. Ja. Mach jetzt hier keine schmierigen Tricks. Du hast einen Hut auf. Heute. So, pass auf. Du rennst dann schnell hoch aus dem Auto? Ich hab kein Auto. Was, kein Auto? Nein, ich hab ja nicht mal einen Führerschein. Hab ich ja auch nicht. Wie läuft denn das eigentlich bei dir? Wir haben doch mal vor, also 1812, haben wir beide diesen Kursus gemacht. Welchen? Na, diesen Erste-Hilfe-Kursus. Ja. Ja. Wo ich hab mal mit dem Typen gedreht und hab denen gesagt, pass auf, ich nenne eure Organisation und dafür schenkst du mir den Kursus. Mhm. Dass ich da nicht mit 20 anderen Leuten sitzen muss, sondern dann hat er das gemacht. Und dann hat er gesagt, da war schon mal so ein Idiot da, das ist so ein Rapper. Mhm. Warst du da vorher da? Ja. Und dann hast du denn nicht den Führerschein gemacht? Nee. Warum nicht? Ich wurde kurz bevor meine Prüfung war, wurde ich halt erwischt ohne. Ach so. Aber du weißt schon, dass man den Führerschein macht, damit das nicht passiert. Ja, pass mal aber jetzt auf. Und durftest du denn nie wieder Führerschein machen? Das Auto, mit dem ich gefahren bin. So, herzlich willkommen bei Aktenzeichen XY. Mein Name ist Eduard Zimmermann. Ohne Führerschein. Wir haben den Täter hier am Tisch sitzen. So, bitte. Ich habe mich reingesetzt ins Auto. Ja, und das ist von alleine losgefahren. Angemacht? Ging an. Ja. Ja, ohne Führerschein. Ging an. Dann drücke ich aufs Gas. Ja, fuhr los. Krass, Alter. Ja, ohne Führerschein. Ja, wofür brauchst du dann einen Führerschein, habe ich mir gedacht. Fährt doch das Auto jetzt, ne? Hast du das und so dann, der Polizei dann, erzählt, die dich denn festgenommen hat? Und dann, na ja, na klar. Fand die jetzt natürlich... Hanebüchend, haben sie gesagt. Das ist doch hanebüchend. Das hanebüchene Kapriolen, die sie da drehen. Du hast auch viel mit Rechtsanwälten zu tun, wa? Das sind doch hanebüchene Kapriolen, die sie da fabrizieren. Und ist das, wenn man jetzt erwischt wird ohne Führerschein, darf man dann keinen Führerschein mehr machen? Ich wurde ja vor kurzem nochmal erwischt. Ach so. Er hat zu schnell geblitzt. Das heißt so, lernen aus Fehlern, nicht im Hause Sido. Erst beim zweiten Mal ist das ja ein Fehler, ne? Du hast das zweimal gemacht. Ja, das erste Mal wurde ich ja erwischt. Du bist wieder in die Parklücke zurückgefahren vor dem Polizisten. Nein, das ist ein paar Jahre später gewesen. Aber das erste Mal ist es halt, da muss man diese Grenze erstmal überschreiten, damit man weiß, dass da diese Grenze ist. Ja. Beim zweiten Mal ist es erst ein Fehler. Also für mich ist das zweite Mal erst das richtige falsche Mal. Also das letzte Mal habe ich halt einen Fehler gemacht. Ja. Werde ich jetzt nie wieder machen. So. Und jetzt war es vorsätzlich. Irgendwas mit Gesetz hat es zu tun gehabt, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also ich glaube fast mit gebrochenem Gesetz auch. Ja, ich weiß nicht, vorgesetzt, nachgesetzt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war es falsch. Werde ich auch jedem sagen, der mich fragt. Ja? Ich habe dich ja nur gerade gefragt. Naja, war bestimmt eine falsche Sache gewesen. Ja. Gut. So, zu schnell zu gefahren zu sein. Du bist ja nicht schnell gefahren, du bist ja nur angefahren. Nee, ich wurde ja geblitzt. Ach so, mit 60. Moment. Ich wurde ja geblitzt mit 60 zu viel. Also bist du ja richtig gefahren. Und dann habe ich Mark Forster, ich habe Mark Forster angefahren. Kannst du den Punkt nehmen, kannst du sagen, du warst das, ich habe doch keine Pappe. Ach, wenn du geblitzt wirst, dann siehst du aus wie Mark Forster? Ich habe gedacht, das klaut ja auch deinen Stil. Ja, hat der Mark Forster auch deinen Stil? Ja, na klar. Naja, na klar. Ist es im Endeffekt so, dass alle Menschen auf der Erde deinen Style geklaut haben? Nein. Gaddafi-Syndrom, unter dem du leidest, dass alle krank sind um dich herum? Ich würde es dann jeden ansprechen. Da, wo ich es anspreche, da habe ich das Gefühl, dass es so ist. Mhm. Gut. Ich verstehe das Muster. Aber ist es nicht kompliziert, so an einen Führerschein zu kommen? Zu kommen, also ohne den zu machen, ist kompliziert. Sonst hätte ich ja einen. Und du darfst jetzt keinen Führerschein mehr machen? Doch, die Sperre ist jetzt demnächst rum. Es ist, glaube ich, so ein halbes Jahr her, wo das Urteil gefällt wurde. Ich glaube, im April darf ich. Okay, dann müsstest du eigentlich jetzt wieder dann illegal mit dem Auto fahren, dann müsste ich die Sperre verlängert. Weil sonst würdest du ja einen Führerschein kriegen. Ich hätte schon Bock auf Führerschein, ehrlich gesagt. Wäre schon geil. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, als wir diesen Kursus gemacht haben. Ja. Hast du einen Führerschein gemacht? Nein. Auch aber nicht? Aber du bist seit 20 Jahren beschäftigt damit. Ja. Dann gib doch einfach auf, wie Ecke und sag, ich möchte es nicht. Ich will mehr. Irgendwie. Naja, aber wie kommst du denn zum Kudamm? Fährst du Bahn? Naja, klar. Naja, nee, das mache ich nicht halt. Und dich erkennt man ja. Und dich erkennt man ja auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie du das machst. Naja, ich bin verzaubert. Oder man kennt dich halt nicht genug. Das kann sein, dass ich überhaupt nicht bekannt bin. So. Und dann brauchen wir nicht aber mehr über Harald. Aber wenn die mich nicht erkennen, sage ich ja auch, wer ich bin. Ich steige ja in die S-Bahn ein und sage, guten Tag, meine Leute, falls ihr mich nicht erkennt, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin eine lebende Legende. Und spätestens dann kennen mich alle in dem Waggon, in dem ich sitze. Ja, du müsstest wirklich nur ein, zwei Sätze sagen, dann würde man dich erkennen. Du fährst halt auch undercover mit dieser 49ers-Mütze. 49ers. Ja, Leute, 49ers-Mütze in Berlin am Kudamm, ganz schnell in so einen Hauseingang rein, das muss Kurt Krömer sein. Mit 49ers-Mützen darf man eigentlich nur einen Naunerplatz abhängen. Wieso?
weil das die 49ers Group ist. Ist das so? Ja, du bist viel jünger, deswegen kennst du das nicht mehr. Jacken abziehen, kennst du das noch? Ja, klar. Hast du Jacken abgezogen? Mhm. Ich schwöre dir, warum guckst du so? Ich Deine Nase wird ja so lang. Ich schwöre. Oh, die Nase von Sido ist ja 1,80 Meter lang auf einmal. Dicker. Was ist denn jetzt? Dicker. Die geht ja, die stößt ja gegen die Wand gerade. Glaubst du ernsthaft, ich werde zu jemandem gar Warte mal, ich drück mal die Nase wieder zurück in dein Gesicht. Das sieht ja erstmal komisch aus. Du hast auch ja keine Jacke an. Sag mal, was ist denn passiert? Ja, wurde mir abgezogen. Ja? Ja. Von Käthe, wa? Ja, ich zieh halt keine Jacken ab. Ich habe wirklich mal versucht, jemanden abzuziehen. Ja? Ernsthaft. Und da war ich mit so einem anderen Kumpel, der hieß Penny. Und ich Penny? Benny. Achso, ich dachte. Und irgendwann sage ich so, ey Benny, komm, lass doch auf. Der tut mir voll leid. Und Benny sagt, sag nicht meinen Namen. Sag Stefan oder so. Da war der Drops. Wie sagt dich denn Benny? Da war der Drops schon gelutscht, aber ne, mein Bester. Ich kann das halt nicht. Na, das war ja ein Stichwort. Mit Drops lutschen? Ja. Der ey, Drops ist gelutscht. Danke, dass ich hier war. Das was ich nicht wiedersehen durfte. Das war jetzt erstmal Feelings. Für alle Abonnenten kommt ja jetzt gleich Feelings Deluxe noch. Was ist das? Das ist die Sonderedition. Oh, da, da werden richtig die harten Dinge auf den Tisch gepackt. Gut. Ja, da kommt jetzt, du siehst jetzt, Stefan kommt gerade rein mit einem Lügendetektor. Okay. An den Sido jetzt angeschlossen wird. Brauch lustig nicht. Wird's nicht werden. Tschüss. Tschüss. So, das war's jetzt hier für Dissing, war es jetzt das gewesen, aber jetzt geht's natürlich weiter mit Feelings Deluxe. Exklusiv bei Amazon Music. Kurt Krömer Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.